Moment, wenn einfach zwei Katzen oder deine Freundin dir das Frühstück vergisst. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum letzten Vlog wahrscheinlich hier aus Sansibar. Wir sind immer noch in Paja, hatten ein wunderschönes Frühstück hier im Amkerhaus, das von der Familie vorbereitet wurde. Hab ein bisschen Obst, es gab einen Kaffee natürlich. Und jetzt fahren wir zu Kusakay, also ab in die Dusche, Sachen packen, auf den Roller und los. Und das haben wir auch geschafft. So, die Kusakay damals noch für Opferungen und sonst noch welche religiösen Tätigkeiten genutzt. Heute einfach eine Touristenattraktion mit einem türkisen Wasser, das aus dem Boden kommt, und da gehen wir heute hin. Was wir halt auch öfters hier in Tansania treffen, dass alle kulturellen oder Sehenswürdigkeiten halt ein bisschen überteuert sind im Preis, weil sie damit die Erziehung, also die schulische Erziehung von Kindern fördern und natürlich viel Geld natürlich in die Restaurierung dieser Plätze stecken oder natürlich in Schulen stecken, die natürlich nicht so viel Geld haben wie hier. Kusakay auf jeden Fall einen wunderschönen Ausflug wert. Eintritt kostet 20.000 Schilling oder 10 Dollar. So, zurück auf den Roller. Wir fahren jetzt wieder zurück ins Hotel. Also. Yeah. Auf geht's ins The Rock. Wenn man Sansibar googelt, dann findet man als erstes Bild natürlich The Rock Restaurant. Und das gehen wir jetzt noch mal testen, ob es wirklich so lecker ist und ob es den Hype wert ist. So, und das probieren wir. Gerade noch was war, ist jetzt ein normaler Weg. Wir sind wieder zurück. Wir haben einmal Penne gegessen und einmal so Chicken Sticks. Für die Aussicht und den Preis, naja, wer eine gute Aussicht haben will, gute Instagram-Bilder, dann definitiv. Aber denkt dran, die Aussicht muss definitiv bezahlt werden. Aber sie lohnt sich. Sani Forest, 50.000 Schilling kostet es hier reinzukommen, und was wir hier sehen, seht ihr gleich.
Ja, also wer mal in der Nähe von Page ist, dem empfehle ich definitiv den Josani Forest. Also in diesem Reservoir leben halt sehr, sehr viele nationale Tiere. So wie die grauen Affen, die Rotrückenaffen und natürlich so andere, so wie die grüne Python und sowas. Die haben wir jetzt nicht gesehen. Genauso wie der sansibarische Elefant, der so aussieht, zwar wie eine Ratte mit einem Rüssel, aber naja, die leben hier und an einem guten Tag sieht man die auch. Ansonsten haben wir sehr viele Affen gesehen, sehr schöne Bilder gemacht und ja, für den Preis definitiv mal eine Expedition wert. Also wenn ihr mal da seid, plant mal 1,5 Stunden mehr ein und ihr kriegt eine wunderschöne professionelle Tour durch den Josani Forest. Wir packen jetzt wieder unsere Sachen und machen uns wieder auf den Weg nach Page, weil heute wollen wir dann endlich auch mal das Oxygen Restaurant besuchen. Also Sachen zusammenpacken und los geht's. So, wir haben Königskrabbe, Hummer, wir haben Garnelen, wir haben Oktopus und. Und das hauen wir uns jetzt erstmal rein. Bye, Mr. Cat. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier aus Giambiani, Page. Also, wir waren gestern noch im Oxygen Restaurant. Das war einfach der Hammer. Wir hatten 2 Langusten. Wir hatten Riesengambas, wir hatten Tintenfisch, das war alles so mega lecker, sind dann halt einfach abends gestern noch ins Bett gefallen und das war's. Heute fahren wir wieder zurück nach Nungwi, wieder in den Norden, wieder 2 Stunden und ja, dann mal sehen. Vielleicht gehen wir noch ins Istanbul Restaurant, mal gucken, was wir noch so machen. Wir wollten ja eigentlich auch noch mal Stand-Up-Paddling machen, so wie irgendwie schon in fast jedem Vlog erwähnt. Aber irgendwie finden wir immer nicht die Zeit dazu, weil hier wird es halt auch natürlich früher dunkel. Je näher man zum Äquator kommt, umso schneller wird es ja dunkel. Und hier geht die Sonne 18.30 Uhr runter. Ab 15 Uhr kann man sowieso kein Stand-Up-Paddling mehr machen, weil es einfach die Lage gerade nicht zulässt. Also durch die Ebbe. So, und wenn halt die Ebbe da ist, dann kann man nicht so gut Stand-Up-Paddling machen. Wenn das Wasser erst in 4 Kilometer Entfernung ist, dann läuft man sich da tot und das macht dann halt auch keinen Sinn. Wir verabschieden uns von Page und fahren dann wieder zurück. Vorletzter Tag hier auf Sansibar. Wir sind wieder zurück in Nungwi. Und was macht man nicht an seinem vorletzten Tag, wenn nicht sich eine Partnermassage zu gönnen? Dafür fahren wir in ein anderes Hotel, Sea Cliff Resort und Spa, hier an der Westküste natürlich rausgesucht. In dem Ort, den keiner aussprechen kann, aber es heißt irgendwas mit Mangapuani. Lest selber und interpretiert das so, wie ihr das wollt. Sowas will ich auch haben in Leipzig. Jeden Tag. Angefangen mit einem Willkommensgetränk, ein Fußscrub. Jetzt diesem Jacuzzi hier, gefolgt von einem Full-Body-Scrub und einer Full-Body-Massage. Für den Preis? Mal sehen, wir gucken. Wir sehen uns nachher. Aber definitiv sehr guter Ausblick. So, 3 Stunden massieren, Scrub und. Jetzt fühlt man sich doch wieder wie so ein kleines Baby. Wir sind auf jeden Fall erschöpft.
Vielleicht kriegen wir noch irgendwie was zu trinken, Tee. Nehmen uns noch einen Cocktail und dann fahren wir auch wieder zurück nach Nungwi. So, ein Island Mule, noch nie gehabt. Kokosnuss, Wasser, Kokosnuss, Milch und Wodka. Nice. Und mit diesem schönen Ausblick verabschieden wir uns auch aus diesem wunderschönen Resort hier, was $280 die Nacht kostet und definitiv jetzt auf meiner Liste steht. Und wir verschwinden auch aus Sansibar. Heute ist nämlich unser letzter Tag hier auf dieser wunderschönen paradiesischen Insel. Und ja, eigentlich morgen, aber ich sag mal so, ein Tag zum Videoschneiden, hochladen, das muss schon drin sein. Also vielen Dank, dass ihr die Reihe geguckt habt. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann abonniert doch mal diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Hoffentlich kommen in nächster Zeit auch mal ein bisschen mehr Videos, je nachdem, wie ich zu tun habe. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr mal so eine Zusammenfassung haben wollt, was die besten Orte waren hier auf Sansibar. Oder gebt mir mal ein paar Ideen, wo man im Winter für so 2 Wochen Urlaub machen kann. Egal, ob warme oder kalte Region. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.